Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste aus Lotte, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Neben mir die beiden Cheftrainer Ismail Atalan, Ani Beckstelle. Vorweg die Ergebnisse von heute. Ein paar hatten wir ja. Rödinghausen gegen Uerdingen 3:0, Gladbach gegen Wattenscheid 3:0 und Viktoria Köln gegen Pferd 2:0. Aachen gegen Köln momentan 1:0. Bitte nun den Gästetrainer Ismail um die erste Stellungnahme nach dem Spiel. Ja, schönen guten Tag erstmal. Alles okay. Es war wirklich, wie erwartet, das schwere Spiel, was wir uns drauf eingestellt hatten. Sehr enger Platz und auch wirklich Wienbrückern, wirklich eine super Truppe, die wirklich mal sehr gut dagegen gehalten hat. Wir haben auch in der ersten, glaube ich, nach ein paar Minuten war die erste Chance durch Julian Lohse, wo Geron den Ball wirklich super noch erkämpft, da noch ein bisschen Glück gehabt. Ich glaube, das war ein Spiel, das hätte in beiden Richtungen ausgehen können. Ich glaube, in der ersten Hälfte aber die ersten 20, 25 Minuten Wienbrück schon die besseren Möglichkeiten gehabt, zumindest mehr Spielanteile gehabt. Danach, nach und nach haben wir das Spiel übernommen, haben uns in der Halbzeitpause und da bin ich ziemlich froh, dass es momentan funktioniert, weil ich habe in der Vorbereitung immer den Spielern gesagt, wer hart arbeitet, wird dafür belohnt, die ganzen Trainingseinheiten etc. Und ich glaube, das macht die Mannschaft momentan ziemlich gut, dass ab der 60. 55. die Gegner die Mannschaft nicht mehr drauflegen können und wir nochmal zulegen können. Und ich glaube, das war ausschlaggebend irgendwann, dass Jesse Weißperson Sprit anzieht und dann das Tor noch macht, ist natürlich überragend. Was momentan wirklich sehr gut ist, ist der Mannschaftsgeist, dass wirklich die Ersatzspieler etc. alle zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen, egal wer das ist, ob das ein Mazzeran ist, den es momentan ziemlich schwer trifft, weil er auf der Bank sitzen muss. Aber ich glaube, als Mannschaft haben wir das heute wieder bewiesen, dass wir momentan wirklich zusammen sehr, sehr gut arbeiten, auch zusammen sehr, sehr viel Spaß haben und einfach jeder für den anderen läuft. Ich glaube, ich habe keine Aktion gesehen, wo der andere nicht für den anderen gelaufen ist. Wie gesagt, Wienbrück war heute auf jeden Fall. Wir hätten uns nicht beschweren können. Eigentlich dachte ich, vielleicht ist 0-0 von den Chancen her. Aber ich glaube, wir hatten drei Chancen, Wienbrück zwei. Wir haben von den drei einen gemacht, Wienbrück von den zwei keinen. Von daher im Endeffekt zählen die Tore. Und deswegen denke ich mir mal schon, weil wir ein Tor geschossen haben, was verdient. Aber wir müssen noch sehr viel arbeiten. Wir müssen noch im spielerischen Bereich sehr viel arbeiten. Wir müssen in den entscheidenden Phasen noch besser miteinander sprechen, besser organisieren. Das gefällt mir noch nicht so gut. Deswegen haben wir noch einen ganz, ganz langen Weg vor uns. Und da müssen wir einfach in der Woche noch ziemlich viel Arbeit haben noch vor uns. Aber generell bin ich aber erstmal ziemlich glücklich, dass wir das Spiel hier in Wienbrück, wie jeder weiß, wie schwer es ist, gewonnen haben. Danke. Dankeschön. Und Ali, bitte. Ich denke mal, dass wir ein ausgeglichenes Spiel gesehen haben, wo beide Seiten klare Torchancen, auf beiden Seiten klare Torchancen haben. Und es ist dann eben so, in diesem Bereich, wenn du dann das 1-0 machst, hast du natürlich alle Karten in der Hand. Ihr habt es versorgt, ich sag mal, in der Anfangsphase, wenn wir eine gute Möglichkeit hatten, von Julian in Führung zu gehen. Ich glaube, der war dann sehr gut im Spiel auch, die ganze Zeit aggressiv, kräftig nach vorne. In diesem Bereich, wir hatten wenig Ballkontrolle gehabt, auch in diesem Spiel. Konnten die Bälle nicht so festmachen, wie ich mir das vorstelle. Und so waren wir dann auf Kontersituationen noch angewiesen, die wir dann hatten. Mit Naski hatte noch eine gute Möglichkeit vor der Halbzeit. Aber Lotte auch in Weißenfeld in der ersten Halbzeit 100%iger. Deswegen, wenn man das über 90 Minuten sieht, war es, ich denke mal, vom Chancenverhältnis relativ ausgeglichen. Wir haben kurz vor dem 0-1, ich sag mal, den Abschluss leider vor dem Pfosten. Eine Minute später haben wir dann einen katastrophalen Spielfehler im Zentrum, wo Weißenfels dann die Möglichkeit hat, guter Ball in die Tiefe gespielt wird. Bei Männerabwehr auch nicht mehr so geordnet, wie es sein muss, weil wenn Ballverlust, ich sag mal, gegen eine Schelte schon zum Tor führt, kann dahinter auch einiges nicht von der Abstimmung hundertprozentig gewesen sein. Das war zu einfach, wie wir den Umstand geraten. Die Mannschaft hat natürlich dann noch alles versucht auch und Lotte hat geschickt verteidigt. Es war letztendlich ein Spiel mit Haken und Ösen, waren viele Nippeligkeiten auf dem Platz, aber für mich sind da Sachen zum Fußball dazugehören. Und letztendlich müssen wir dann halt eben heute mal Lotte gratulieren zum Sieg. Danke. Dankeschön. Mit Fragen seitens der Medien an einen der beiden Cheftrainer.
Das ist im Moment nicht der Fall. Oder doch, da hinten? Die erste Halbzeit war mehr vom Kampf bestimmt. Und ihr seid erst in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Was hast du den Spielern zur Pause gesagt? Dass sie mehr ihre spielerischen Qualitäten vielleicht zeigen sollen? Ja, wir haben uns von der Hektik ein bisschen anstecken lassen. Das mal wieder die langen Bälle von Wiedenbrück. Und dann haben wir irgendwie die Bälle erobert, haben auch lange Bälle gespielt. Und genau das haben wir angesprochen in der zweiten Halbzeit. Wir haben gesagt, wir müssen halt dem geordneter stehen, gestaffelter stehen im Mittelfeld. Die drei Sechser müssen in den Halbpositionen kommen, in den Halbräume reinkommen. Und die Stürmer müssen enger zusammenrücken, damit wir halt den mehr Ballgewinne haben, sofort damit dann mal spielen können. Und das haben die besser umgestellt. Ja. Und das, ich glaube, das haben wir auch in der ersten Halbzeit gesehen. Und dann haben wir das wirklich in der Halbzeitpause umgestellt. Und das war das eigentlich. Dass wir einfach uns anstecken lassen haben. Hatte von den langen Bälle und dann haben wir ein paar Positionswechsel gemacht und hat ein paar Orientierungspunkte für die angegeben und dann war es besser.